Fragen, ne? Ich bin gespannt. Vielleicht irgendjemand was weiß. Das wäre es gleich der Erste so. Ja, servus, Bruder. Warst du zufällig hier oder so? Irgendwelche geheimen Aktivitäten, wie du sehen ist. Nee. Was ist denn der, oder? Für einen Strafwort, was ist denn der Scheißdreck? Abgerutscht beim Wichsen? Ist er selber gespritzt? Oder? Nix klar. Wow, danke. Sicher? Oder willst du einfach nur dann einen geheimen Weg für dich geheim halten, du Scheißwichser? Wetten? Okay, also ich würde mal sagen, er ist safe. Er ist definitiv safe. Aber eine Hammerrad, der hat sich auf 31 gemacht. Allein schon der hat eine scheiß fucking Maske auf. Die ist safe. Die ist 100% safe. Diejenige, die was alles weiß. Sag ich ja. Die hat ein Hals, du. Die muss was wissen. Die muss was wissen. Oh, das löst mir jetzt aber, wie ich da mal wieder hier kommen soll. Eine Kartenaktion. Oh. Plötzlich, ha? Haben wir schon gedacht gehabt, irgendwie muss ja der Weg irgendwann einmal wichtig werden. Aber aha, passt, danke für die reine Verarsche. plötzlich immer wieder ein paar Soldaten. Alles klar. Das kann ja nur eines bedeuten. Alter. Dass die Schubsen mal wieder da sind. Super. Jetzt haben wir gedacht gehabt, ich mache einmal den Finisher-Move des Ausweichens. Und dann kommen die Wichser so daher, Alter. Ah, guck mal, die Wichser so daher. Ich war. Na doch, kommt, Alter. Die gehen alle auf mich los, Alter. Bin ich der Einzige, was so hübsch ist, oder was? Mann ja nur, also. Bist deppert, Alter. Ich find das aber nicht fair. Machen wir mal. Das ist ein wunderschöner Finisher. Ja, hoffe ich mal. Ist zwar nicht Handrad geworden, aber wurscht. Wurscht. Alter, Gott sei Dank Glück gehabt, Alter. Definitiv Glück gehabt, Alter. Jesus. Aber wieso gehen alle auf mich los? Das verstehe ich halt nur nicht. Ja, passt. Perfekt. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso alle auf mich losgehen? Es gibt genug andere. Es gibt noch drei andere. Also, ich meine nur, alle gehen auf mich los. Alles klar. Wir hätten sie sonst nichts Besseres zu tun. Definitiv nicht. Super. Okay, von irgendwo. Wir wollen nichts Besseres tun, als wie mich zu schlagen. Ohne Spaß, wenn du jetzt wirklich so ein bisschen drüber nachdenkst. Der schlagt nur auf Milo. So gut wie möglich. Also ich kann so gut wie möglich auch noch irgendwie ausweichen, aber sonst geht jeder auf mich los. Komisch. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber anscheinend habe ich irgendwas gemacht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, was ist denn da los, Alter? Sag das doch gleich. Oh, schmeckt. Ja, und tschüss. Bye-bye. Wichser. Das wäre aber trotzdem halt interessant, wenn wir dann wirklich dann weiter unterwegs sind, ob das dann vielleicht nicht doch noch so ein Mitglied noch dazu kommt. Wenigstens noch eins, oder? Was? Das wär's. Is that supposed to be their hideout? It doesn't look like it's freshly dug, whatever it is. Das Problem ist halt einfach, ich hätte halt schon gesehen. Oder irgendwas in der Richtung, dass man sagen könnte, okay, da könnte was kommen. Everything all right? Oh, yeah, I'm fine. Let's go. Ich bin gespannt, weil sie hat ja schon davor auch schon mal so diesen kleinen Anfall gehabt.
Ja, irgendwas passt nicht. Irgendwas passt einmal so richtig nicht. Und das willst du halt einfach noch nicht erzählen. Das willst du einfach noch nicht erzählen, aber es muss bald raus, weil ich glaube, sie hat ihre Kraft nicht, also dieses Dornmäßige, entweder hat sie nicht mehr viel Zeit, oder sie hat es nicht mehr unter Kontrolle und es kommt über sich. Und fickt sie. Das könnte auch möglich sein, das könnte so richtig möglich sein. Dass sie einfach dann gar keine Kontrolle mehr hat und sie muss quasi vielleicht das Team verlassen oder irgendwas wird dann mal wiederkommen. So ein bisschen Drama, Riesensinis. Die Safe wieder kommen, muss dann wieder hassen. Nein, mit dir bleibt, ist das jedes. Ich muss es alleine durchstehen. Irgendein Drama wird's wiederkommen. Safe, 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 safe. Aber dann ist halt wieder die Frage der Zeit. Ich glaube eher, ihr rennt die Zeit ab. Das glaube ich eher. Das glaube ich eher, dass hier die Zeit abläuft. Dass sie auch quasi deshalb so einen kleinen Stress gemacht hat. Erst du, Digi, es wird jetzt endlich mal langsam Zeit, dass wir da was machen. Und wenn der das aber gewusst hätte, hätte er viel mehr Einsatz gezeigt. Viel mehr Einsatz. Wenn der das gewusst hätte, der wäre Feuer und Flamme gewesen. Feuer und Flamme. Ja, wenigstens. Vielleicht spricht er schon. What concerns me has more to do with what machinations may be currently unfolding in secret on Lenegas as we make our way along this tunnel. And you're saying it's related to Shion in some way? Perhaps. She believed there was a good possibility that the Renis Alma may free her from her thorns. One would think after losing the Renis Alma, she would be more dismayed, and yet she isn't. Why? There's also the matter of the power that she inherited from... You heard what she said. She didn't know about the Maiden's power. Mere ignorance does not preclude her deep connection to the events unfolding around us. You recall when her thorns went rampant in Castle Delpharis. I've never seen dark astral energy manifest in such a way. I thought you said all Renans had dark astral energy inside of them. Correct. However, what Shion exhibited was far beyond what any ordinary citizen could ever possibly possess. Let me be clear. I do not intend to cast doubt on Shion or her motives. Nevertheless, I cannot shake the feeling that there's more to all of this than what we currently know. Do you disagree? Das ist ein schönes Thema angerissen. Sehr, sehr schönes Thema. Vorher noch so im Loch, also Kuckuck, wenn du so ein Gegner wärst, Kuckuck, du kannst mich nicht eingreifen, du kleiner Pisser. Es wär's, Alter, es wär's. Legen wir einfach mal ein bisschen los. HP haben wir eh wenigstens noch ein bisschen, also, warte mal. Ein bisschen mehr als wie die Hälfte, so eine gute Hälfte, definitiv, oder? Definitiv, da können wir sich noch austoben. Da können wir sich noch definitiv austoben. So ist es jetzt dann auch wieder nicht. Leute, wir sind schon fertig. Ja, wow. Looky, looky hier. Looky, looky. Warte, wie können wir jetzt schon wieder fertig sein? Das gibt's ja nicht. Da gehen wir natürlich gleich mal nach links. Also da kann ich es mal... Das muss ich mal geben. Das muss ich mal geben dann. Frag mich dann, ob es auch Stufe 6 oder 7 Sachen gibt. Kann alles möglich sein. Kann wirklich alles möglich sein. Dass es vielleicht so welche Sachen dann auch gibt. Gib ihm. Ausdruck. Einfach Ausdruck. Gerade so ein kleiner Wichser, Alter. Die können schon richtig nervig sein. Wenn du so richtig beschissen hast, die können richtig, richtig nervig sein. Die sind der Wahnsinn. Klappt man gar nicht. Klappt man ab und zu gar nicht. Aber wenn die dich einmal haben, steppert. Bye bye. Und wieder die nächste Flexerei. Ah, dann warte ich noch. Dann warte ich auf den Großen. Wenn wir den Großen jetzt flexen, sie soll sich gleich dazu einmischen und tschüss, Papa, Alter, und dann haben wir ihn. Oh, oh mein Gott, Ohren! Haben wir doch gehabt, wir haben noch zwei. Ja, der hat sich vielleicht nur dazu eingemischt. Der kleine Pisser. Der wird wahrscheinlich gesagt haben, nee,
erledigen. Ich hau mich dazu. Na, wenn, dann den schon wieder. Holen wir sich gleich mal die Punkte, bevor es verloren gehen. Ja, wir werden ja vielleicht sowieso ein paar Punkte verlieren, weil. So schnell werden wir gleich nicht die nächsten Gegner finden, habe ich so das Gefühl. Weil wir sind dann sicher Fünfer. Ich glaube, wir sind safe dann auf Fünfer. Nur wegen dem Hurnsfeuer. Gefickt dich. Hätten wieder austoben können. Hätten sich so schön austoben können. Okay, Shione hat sich gehalten, Gott sei Dank. Haben wir schon doch gehabt. Könnte knapp werden. Oh, gib her, Brudi. Zuggas. AP, wirklich stabil, bist deppert. Hätte man doch gehabt, jetzt in den nächsten Kämpfen werden wir ein bisschen mehr verbrauchen. Aber schaut dann doch relativ gechillt aus. Aber jedes Mal den Raum umschauen. Gibt's da was? Gibt's da nichts? Next. Solange wir dann noch vielleicht auf Stufe 5 sind, so schnell wie möglich alles einsammeln. Dann kriegen wir vielleicht wenigstens noch eine Beste vom Besten. Hoffe ich mal zumindest. Rezept für Hamburger. Hört sich gut an. Hört sich sehr, sehr gut an. We sure are hauling a lot of stuff these days. I was just thinking the exact same thing. Glad to hear I'm not the only one. We should probably clear some stuff out. Like our old weapons we're not using anymore. They must be in pretty bad shape by now. No way. Those are still good as new with a little polishing. If anything, I'd say all our armor is what's weighing us down. But that armor is also still good once you fix it up. Besides, better to have too much armor than too little. You can trust me on that one. Well, what about all these dumb old antiques we're lugging around? If we sell those off, that should lighten our load. Simpletons such as yourself, who can't appreciate the true worth of such things, is how precious art vanishes from history. Pretty art's not gonna save you in a fight, man. Stop it, you guys! This is no time to... All I really meant to say is, you can tell how much we've been through by everything we're carrying around. Honestly, that's all. Oh. My deepest apologies. It appears that I may have rather overreacted. Yeah, I guess it's only natural we'd have so many souvenirs by now. I might have been out of line too. I guess all this stuff really is a sign of how far we've come together. Yeah, every little piece is its own treasure filled with memories. Sehr schön, aber Hamburger, ich bin gespannt, wie die Leute so drauf reagieren. Wenn ihr das gewusst hättet. Ich hätte mir noch schnell die Punkte geholt. Ich hätte mir da noch die Punkte eiskalt geholt. Weißt wie schmackhaft das mal wieder gewesen wäre. Bruder. So richtig geile Punkte gewesen da. Richtig, richtig geile Punkte. Die hätten sich so schön ausgezahlt mal wieder. So schön hätten sie sich ausgezahlt. Ja? Ah. Schade. Wirklich schade. Oh, schöner Move. Sehr gut. Gib ihm. Bye. Wahnsinn. Leider nur den Einser. Aber anscheinend irgendein nächstes Klaro. Ich glaube zwar nicht, dass es sein nächstes Klaro sein wird, aber. Naja. Man weiß ja nie. Vielleicht hat er sich doch gehabt, so, irgendwie taugt es mir dann doch. Das Klaro. Ich nehm's doch. Dann schauen wir wenigstens da die nächsten Gegner und sogar Gold am anderen Start. Sehr, sehr gut. Ey, nicht deppert, nicht definitiv deppert. Vielleicht ist einfach das kleine Arschloch. Und braucht dann nicht einmal beginnen mit den Blades. Und braucht dann nicht einmal damit beginnen. Ich will gleich 100.000 Mal ausweichen, oder? Ich krieg den Stampfer des Todes die ganze Zeit rein in die Waffen. Super. Geht's hier aus? Geht's hier aus? Geht's hier doch nicht aus?
Wut, Wut. Mhm. Nichts. Nicht ernsthaft. Geleckt, wie ich am Arsch ich jetzt schwören können. Wir kriegen hier. Ich hätte schwören können, wir kriegen ja. Und tschüss. Sexy. Der hat ja die Wurzel dazu und tschüss, Papa, bitte. Ich muss immer wieder ein bisschen drauf achten auf diese HP. Unbedingt. Boah, ernsthaft. Müssen wir sie schon wieder burnen. Ein Köder. Lauf, Bulli, lauf, da oben haben wir noch was. Aber die Kristalle sind auch wichtig. Das werden wir nicht mehr hinkriegen. Das werden wir nicht mehr hinkriegen. Ach, ui, ui. Oh, ja, aber ganz, ganz knapp. Normalerweise zählt es. Normalerweise soll es schon zählen. Also was ich da jetzt gesehen habe, normalerweise soll es zählen. Aber man kann ja auch nicht wissen. Man braucht uns so ein bisschen 31er das Game. Ah, ab und zu, na sicher. Jedes Mal, was? Ah. Next. Bisschen Flamme an, Bitches. Das ist der einzige Wappler, oder was ist da los? Der andere ist schon hier. Oh, was den anderen hier gemacht? Denke mal, denke mal, denke mal. Der war dann ein bisschen zu schnell, meiner Meinung nach. Bye. In Sekunden, zack, und tschüss. Der nächste bitte, und der nächste, und dann wieder bitte der nächste. Dankeschön. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Dann wenn dann den schon, oder? Scheiß auf die HP. In dem Fall sind wir nicht böse, aber scheiß auf die HP. Ganz ehrlich. Ich werde ein bisschen mal wieder einkauft, damit wir ein bisschen aufstocken, Gelee und das ganze Zeug. Aber, wenn wir schon letztes Mal dabei waren, es war, glaube ich, bei ihr. Sehr, sehr, sehr gut. Alles, was im Plus ist, gefällt mir. Alles, was im Plus ist, gefällt mir gleich automatisch. Ist aber eh klar. How much do they have to steal from us to be satisfied? What's that thing's purpose anyway? Some kind of siphon that sends the astral energy the Lords harvested to Lenegas? Not as far as I'm aware. That said, it has become evident since the forming of the Rennis Alma, as well as other recent events, that my insight may be thin. I would, as I believe the saying goes, take what I say with a grain of salt. No, Halim. At the very least, I believe we can assume that whoever is pulling the strings behind the scenes has had this in the works for quite some time. Why is that? The people on Lenegas may have plenty of resources at their disposal, but not even they could prepare something like that in a mere month. Something of that magnitude takes considerable time, as well as a predetermined goal in mind. Then what was the crown contest for? At this stage, I think it was but one step in the greater scheme we see unfolding before us. What that scheme is exactly, I haven't a clue. For now, I believe we should keep moving. The path nah, wir gehen auf und wieder zurück und chillen. Quite possible it will take us all the way to Cislodia. Agreed. Könnte ein bisschen dauern, bis wir ankommen, ha? Also, also, wenn du mich fragst, das ist aber nicht böse, aber es schaut nach einem gewissen Stickerl aus. Mann, ja nur. Are you worried about Xion? Of course I am. Ich meine ja nur. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man nach zwei, drei Bereichen plötzlich durchzahlen. Das kannst du mir anderen erzählen, aber nicht mir. Okay, entweder nach links. What? Dann werde ich aber erstmal nach links schauen und dann werde ich mal erst gegen die kämpfen. Weil wer weiß, ob wir nicht relativ gute Punkte kriegen. Da ist dann schön brav oben. Und dann werden wir gleich uns zum nächsten hier hauen. Weil davon wird sicher gleich irgendwo der nächste Abschiss sein. Irgendwo wird sicher gleich der nächste Abschiss sein. Und. Ich hab extra noch auf Ausweichen drücken, glaubst du, wie geht der da ausweichen, der Huren? Oh, Dreierpartie. Oh, oh, sehr schön. Was? Damit? Okay. Okay, ich glaube, wir haben ein paar Hamdraht währenddessen. Währenddessen ist gut gesagt.
können wir wenigstens ein paar Punkte sammeln mal wieder. Ein paar besiegen und schieß vorbei. Bleib stehen, schieß aber. Bleib sowas von stehen, oder? Gehst schon hier, gehst schon hier. Brauchst du einmal probieren, Havara. Brauchst du einmal probieren. Noch geiler wäre es, Alter. So instant kill-mäßig, oder? Alle bauen nur noch ein paar Attacken, oder? Und schieß vorbei, oder? Das wäre schon. Aber im Endeffekt, wir haben eigentlich, glaube ich, nur so 4-5 Level Unterschied. Wir haben gar nicht so viel Unterschied. Ich hätte mir gedacht, ob das da auch wieder so ein fetter Sprung ist. Aber es kann ja sein, dass wenn wir dann auf einem anderen Planeten sind, da wird es dann vielleicht wieder diesen fetten Sprung geben, wo es gleich 5-6 Stufen voraus sind. Bitte, Alter, da ist dann der Fickerei. Bei 31 ist jetzt noch relativ chillig. Da könnte man schon gut forschen, dass es in den nächsten Bereichen dann sogar in Richtung 50 gehen wird. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das kann ich mir so richtig gut forschen. So 50 irgendwie in so einer Richtung, alles drum und dran. Oh, sehr schön, sehr schön. Top dir aus, Havara, top dir aus. Top dich ruhig aus, oder? Das ist jetzt. Okay, jetzt hast du doch nicht mehr alle Energie der Welt, aber scheiß drauf. Okay, wir könnten schon mal langsam mal wieder einen Boxenstopp brauchen, weil HP schaut dann schon wieder mager aus. Vielleicht, wenn wir dann vielleicht irgendwo einen Spezialgegner hätten oder sonst was. Ja, dann wären wir sowieso gefickt. Also gegen den nutze ich das jetzt aber nicht aus. Also sind wir nicht böse. Scheiße drauf. Nehmen wir die Leisten auf. Das ist nicht gut genug, was? Ach, die ist nicht gut genug. Alle anderen waren okay, weißt du was? Was sind wir doch kaputt? Oh, ich mach die Attacke dieses Endes, aber der war nicht gut genug. Der war einfach nicht gut genug. Gut, schaut mir einfach von oben an. Katzenbaum. Denkt ja, jetzt haben wir heute Goschen. Ich will schlafen. Das ist ja wenigstens noch das Praktische. Wenn es nicht auf 5 ist, kann man so richtig schön chillen und kriegt dann immer so ein Stückchen weiß, immer die Punkte dazu. Schmeckt. Braucht man sie nicht stressen. Da geht's auch so langsam schon runter. Und alles drum und dran. Aber sobald es 5 ist, Brudi, Stress pur, Stress pur. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Oh, wie süß. Nimmerschione. Du. Also, ein kleiner möchte gerne Heilung. Wie so richtig babamäßig. Das was du aber nicht, gell? Das war die andere Kollegin da. Oder sowas war. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich irgendwann einmal nach der Zeit dann eine Brackel krieg von ihm? Der kämpft da glaube ich so hinter Rucksack. Irgendwann kriege ich eine Brackel. 100%. Zuerst Aura. Mit dem Pap. So quasi. Gib mir ein Fotzal von hinten. Also wie ihr seht. Kontrolliere nur. Okay, passt, dann werden wir sie gleich mal umhauen. Aber. Dann hole ich mir das mal als erstes. Safe. Na sicher. Hol mir sich mal das gute Zeug als erstes. Und dann kann ich mir wenigstens. Eigentlich wenigstens eher mehr um die Punkte. Freuen und alles drum und dran, weil sonst vielleicht schaffe ich es dann wieder wegen einem Encounter nicht, weil ich einmal kurz abgebogen bin, etc. Weil was der? Man kann ja nicht wissen. Okay, HP 44, sollte aber dennoch alles relativ im grünen Bereich noch sein. Also heilungstechnisch sollte definitiv noch was drin sein. Definitiv, da kann ich nicht. Keine Sorgen machen. Bei 44 sind wir nicht besser. Aber da haben wir schon was Schlimmeres erlebt. Da haben wir schon Schlimmeres durchgemacht. Gönn dir. Würde ich jetzt aber trotzdem noch sagen, das könnte man schon. Ohne irgendwas. Also da drin hat es jetzt aber auch nicht so extrem ausgeschaut. Ich würde jetzt irgendwie so ein badass Motherfucker auf uns warten. Er kann so lang stehen wie er will, oder? Ich fick ihn trotzdem, oder? Er macht seine Laser, dies, das, jenes, oder? Und tschüss. Macht auf Darkside. Er fickt dich, oder?
schmeckt. Schmeckt! How much longer will our healing arts last? Obwohl das ein oder andere kann man sich safe sicher schon kaufen. 100%, 100%. Nicht der EPC. Nicht der EPC, der Hut ist viel. Was gar nicht mehr so überlegen, oder? Was für einen Angriff du als nächstes machst. So schnell bist du schon gefickt. Aber wie gesagt, so schnell ist er gefickt. So schnell ist er gefickt und ich bin schon beim nächsten. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon mehr, oder? Was ist denn da los? Hoppala. Haben wir es ein bisschen übertrieben, gell, oder was? Ein bisschen schon. Ein bisschen ist gut gesagt. Hätte es da nicht noch so irgendeinen kleinen Ortswick gegeben? Hange nur. What can I say? I had a good partner. This might be some decent equipment. Für ihn, gell? Das muss jetzt aber fair. Nee. Oh. Ja, sie ist ein bisschen. Ja, ein bisschen halt gleich. Ein bisschen halt, was der? Kann man zwar nicht vorstellen, dass wir so schnell genug sind, dass wir da jetzt gleich zum nächsten Gegner hinkommen werden. Aber frostig. Ein bisschen Frost geht dazu. Obwohl wir es schon im zweiten Gebiet auch schon ein bisschen frostig gehabt haben. Aber finde ich gar nicht mehr so schlecht. It looks like we can control it from our side. Let's take a closer look. Wieso habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen zu einfach sein könnte? Are you okay, Law? Oh, fine. Just thinking. The past is a real downer. That's why I'm focused on what's ahead of me. You? Yeah. I'm going to stay the path. As long as we're all together, I know we'll be all right. Same here. Schön zu hören. Now let's get moving. Na gut, dann hätte ich mal gesagt gehabt, dann schauen wir mal, was wir da gleich mal so alles zum Sammeln haben. Na sicher. Oder vielleicht. Ach so, das ein oder andere Lager wäre halt auch super. Wäre halt sehr, sehr leibend. Oder wenigstens irgendwas gescheit. Speicherisch, weil ich hab so das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen zu einfach ist. Was denn? Irgendwie. Ich erwarte mir gerade irgendwas. So ein bisschen Boss Battle mäßig oder sonst was. Oder irgendeiner, der was sagt, so halt, stopp! Das dürft ihr jetzt nicht machen, weil sonst tue ich euch Arm dran oder irgendwas in der Richtung. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen einfach zu einfach vor. Viel zu einfach vor. Was denn? Das ist einfach komisch. Einfach sehr.